ein bisschen geschneit. Ich weiß nicht, ob es immer noch schneit, ich sehe das nicht. Aber heute früh auf jeden Fall. Der Weg ist wieder zugeschneit. Dann lass es mal klemmen. Okay, so, da sind wir. Drei schon gefunden. Und, ja. Ich dachte, die Adriana und ich haben den gleichen Kalender. Aber ihre zwei waren gestern ganz woanders. Na gut. Gucken wir mal, was ich jetzt hier drin habe. Ein bisschen früh für Nikolaus Stiefelchen, oder? Aber gut. Dann müssen wir wohl da auch sein. So sieht's aus. Das ist irgendwas Karamelliges. Ja. Okay. Karamell. Die Türchen jetzt pro Tag kleiner. Was ist die Öffnung? Moment. Bin ich jetzt hier richtig? Nee. Hä? Gott. Oh, war ja. Ach, andere Richtung, okay. Gut. Was da? Oh, ich habe gerade die Tür abgeschlossen. Ein Geschenkpäckchen. Aber echt süß. Bis jetzt gefällt mir einmal wirklich gut. Schön vielfältig. Mal sehen, was das ist, aber nicht jetzt. Ja, dann gucken wir doch mal, welche Schneeflocke heute an der Reihe ist. Das erste Mal, dass eine 4 Runden hat. Letzte Runde sieht sehr aufwendig aus. So ein Absatz. Na gut, dann häkle ich die mal, würde ich sagen. Diesmal komme ich um den Strauch. Und erstens, hier fehlt eine Klammer. Das häkle ich erstmal schrauben kann, aber dann ist trotzdem noch falsch. Das müsste jetzt schon mal wieder rum sein, bin ich aber nicht. Tja. Ganz komisch. Da stimmt irgendwas nicht. 2, 4, 6, 8. Ich habe irgendwie zu viele Maschen gemacht, anscheinend da vorne. Ich trenne mal nochmal auf. Thank you.
Ja, da ist sie, die nächste Schneeflocke. Ja. Sieht doch gerade aus wie so ein Herzchen, oder? Gott, sieht die aus. Also, der letzte Song, der geraten werden musste, waren sogar drei verschiedene, oder sind nur Beispiele. Es war gar kein richtiges Rätsel. Sondern es ging um Fernweh-Songs. Die wurden drei jetzt genannt. Also man hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas zu erraten. Na gut. Dann ist die, das fand ich ein bisschen komisch. Also, ich lese da mal das hier und Winterwishes und ja, bin da mal lesen. Dann schläft übrigens immer noch. Es ist aber auch noch relativ früh. Und ich habe mein Handy nicht mehr gehabt. Ups. Es ist 8.40 Uhr. Mhm. Von daher so, werde ich wohl einfach mal lesen. Wir finden unsere Weihnachtstischdecke nicht, zumindest nicht diese. Müssen wir was anderes nehmen? Andere Tischdecke. Guck mich nicht an wie so ein Auto, ey. Wollte mich gerade umziehen. Ja, ist ja schön für dich. Nackt umziehen. Machen, verstehst du? So richtig? Ohne Hose. Ob das so gesund ist. Aber haben wir denn irgendwas Kleines da, was man nichts draufpacken könnte? Nee, das ist dein Zelt, das wollen wir nicht. Guck mal, sogar die Haare auch schon ab. Tschüss. Raus jetzt hier. Aber warte mal, warte mal. Daniel ist am Zelt mal alleine. Ich nehme jetzt die hier. Die passt auch drauf und dann ist schön. Ist immer noch so viel Zeit drauf. Außerdem muss auch gepuschelt werden. Daniel ist wieder los zum Lager. Ich habe das Gefühl, dass jeder zweite Tag noch schlimmer ist als der Tag davor. Heute ist mir richtig widerlich, obwohl ich noch gar nichts für dich gemacht habe. Ich habe nicht mal meine Adventskalender-Geschichte hier zu Ende gelesen. Also ich habe wirklich kaum was gemacht. Ich habe in der Wäsche rumgewühlt, in der Schmutzwäsche, weil ich dachte, Tischdecke wäre da drin. War sie aber nicht, oder ich habe sie nicht gesehen, oder Kuckuck. Ja. Und dann habe ich oben im Schrank rumgekrannt, weil das war ja auch nicht wirklich viel. Ich habe die Decke schon mal rausgesucht, die Winterdecke. Ansonsten habe ich ja nicht viel gemacht, den Tisch geputzt. Ja, wow, den kleinen. Dann ist es mir so, bäh. Insgesamt geht's ja, aber es ist zwischendurch immer wieder so, dass ich einfach nur liegen, schlafen reicht. Ekelhaft. Ich hasse Erkältungen. Ist nicht schön. Ja, es gibt schlimmere Sachen, aber es ist nervig. Ich brauche das halt nicht. Aber wie gesagt, lieber jetzt als nächste Woche oder übernächste Woche oder sonst wie wann. Dann ist jetzt noch die richtigere Zeit. Als dann später. Wo dann jede Woche irgendwas ansteht, was eben, wo es doof wäre, wenn man krank ist. Genau. Von daher, heute ein bisschen zu lernen. Ich möchte auf jeden Fall heute überall die Batterien reinmachen, weil es leuchtet bis jetzt batteriemäßig nur mein Weihnachtsbaum hier, sonst nichts. Das würde ich heute gerne noch machen wollen. Und vor allem die Girlanden. Oh. Man nicht gebacken, ne? Kriegt man einfach nicht gebacken. Ich hätte letzte Woche einfach nicht sagen sollen, ach, das ist ja egal, habe ich eine Woche Zeit. Ja, schön ist. Wenn man nicht krank wird, hätte man bestimmt eine Woche Zeit gehabt. Egal. So, ich lese das Winterwishes weiter. Das müsste aber auch gleich zu Ende sein. Gehe ich davon aus, ein paar Seiten noch, dann müsste das heutige Türchen zu Ende gelesen sein. Ich war schon gefrühstückt, gerade weil ich richtig zitterig war. Es ist nämlich wieder nach 11 oder 11:30, glaube ich sogar schon. Ich habe meinen schönen Pullover. Der ist so süß. Ansonsten bleibt es heute auch entspannt, denke ich mal. Ich will auch das Fenster noch im Schlafzimmer putzeln, um auch dann da die Geländer ranzumachen. Mal gucken. Der Tag ist noch jung. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Naja, ich muss heute Abend auch nicht früh schlafen gehen, weil ich bis morgen krankgeschrieben bin. Deswegen alles langsam.
in Zeitlupe mit großen Pausen. Ausruhen, entspannen. Auskurieren. Dienstag müsste wieder fit sein. Oder zumindest so fit, dass ich sagen kann, jupp, alles wunderbar, ich kann zumindest arbeiten. Und dann ist gut. Ja. Na gut. Lese ich mal zu Ende. Und dann gucken wir mal, wie der Tag so weitergeht. Ich habe gerade die restlichen E-Books aussortiert. Meine Schätzung war so fast auf den Punkt. Richtig gut. Von diesen 279 E-Books, die ich auf dem Sub hatte, wobei dazwischen noch welche drin waren, die ich schon gelesen habe, die aber noch auf Sub standen. Es waren also keine 177, vielleicht 277, nicht 100. Aber ich habe jetzt noch 49 ungelesene E-Books. Wobei da auch noch welche sein könnten, die dann eventuell, wenn ich sie anfange zu lesen, denke so, vielleicht doch nicht. Aber im Endeffekt, ach nee, Moment, stopp. Das hier wollte ich auch noch rausschmeißen. Ich wusste aber noch eins. Das hier sollte auch noch raus. Ach, hab ich gerade noch gesehen, siehst du wohl. Okay. Ich habe auch noch welche rausgeschmissen, die ich einfach drin gelassen habe. Und ich jetzt doch dachte so, ne, kommt weg. So. Sekunde. Ich muss mal kurz rausschmeißen. So. Okay. Weg. So. Aber von diesen, und es sind einige schon angefangen zu lesen, also es ist noch nicht mal mehr volle 48 E-Books. Es sind einige schon angefangen. Und sogar schon Spirit Dolls habe ich schon die Hälfte gelesen. Das Geheimnis der Länder habe ich schon die Hälfte gelesen. Und so weiter und so weiter. Es ist, ne? Das sind noch ein paar Sachen bei, die eben schon wirklich... Was ist das? Achso, das war das. Ja. Genau. Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich, wirklich großartig. Was sagt uns das für meinen Sub, ne? Mein Sub hat denn schon mal... Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt rausgeschmissen. Ich muss mal hier die Zahl eintragen. Ich muss mal Excel zählen lassen, wie viel ich jetzt hier diesen Monat schon rausgeschmissen habe. Alles klar. Ich sage euch das jetzt nicht. Ich sage euch das Ergebnis jetzt nicht, aber ich bin gerade positiv geschockt. Oh mein Gott, wie gut ist das denn bitte? Das fühlt sich so befreiend an, wirklich. Ich meine, 48 E-Books sind immer noch viel. Ich weiß gar nicht, ob das neue Buch schon drin ist. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das habe ich wirklich. Bin noch gar nicht eingetragen. Na, nun komm doch mal her jetzt hier. Das er darf mitkommen. Ich mache mal den Filter kurz raus. Ich glaube, ich habe es noch nicht eingetragen. Richtig. Packen wir das gleich noch dazu. Was ich jetzt gerade lese, was ich ja bei einem NetGalley-Adventskanal bekommen habe. Wieso gibt es denn das zweimal? Naja, ich hätte gerne mit Cover, bitte, Dankeschön. Genau. Ja gut, es sind 49. Also waren es tatsächlich 50, bis ich eben da rausgeschmissen habe. Und ich habe ja gesagt, es werden wahrscheinlich diese 50 E-Books bleiben. Oder maximal 50. Und es ist genau so gewesen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es wirklich so ist. Aber ich finde es so großartig. Ich finde es so, so unfassbar großartig. Wirklich. Das macht mich so glücklich. Es müssen hier nur noch ein paar fliegen, ne? Oder gelesen werden vor allem auch. Tief durchatmen. So, ich werde jetzt auch tatsächlich erstmal lesen, weil das Bildschirm hat mich jetzt auch noch ein bisschen angeschaut. Ich habe es tatsächlich lange gebraucht. Ich war ja schon fast fertig gewesen. Ich habe vielleicht, jetzt weiß ich nicht, 20 Minuten oder so hier dran gesessen, aber trotzdem brennen meine Augen schon wieder. Deswegen werde ich mir jetzt meine Kindle schnappen. Der ist ja nicht so, ist ja dieses Paperback. Der ist auch gerade aufgeladen über Nacht. Das heißt, jetzt vollen Saft. Das werde ich mir jetzt schnappen. Und das Buch, was ich jetzt hier gerade eintrage, werde ich dann auch gleich mal nehmen und lesen und weiterlesen. Vielleicht schaffe ich es ja heute auch noch auszulesen. Glaube ich nicht. Ich habe gestern so gut wie nichts gelesen. Aber gut, heute möchte ich ein bisschen mehr lesen. Genau.
Wenn ich mir die erste Kerze angezündet. Na, mal gucken. Okay, dann melde ich mich später. Viel gelesen habe ich noch nicht, aber ich bin jetzt extrem neugierig. Mein Schlitten wird diesmal nicht gefüllt irgendwie. Was hier drin ist, wie das schmeckt. Machen wir das jetzt schlauerweise. Ich stelle euch mal irgendwo ab. Hier so vielleicht. So. Ja. Und dann futtern wir jetzt gemeinsam, also ihr mit mir. Das da. Schokolade gefüllt mit Schokolade. Verrückter Kalender. Wirklich. Der gefällt mir richtig gut. Ach, Schnurrad, oder? Oh. Wie war lecker. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, da kommen jetzt nur ganz viele verschiedene typische Waffeln raus. Da ist so viel verschiedenes Zeug drin. Das ist Wahnsinn. Da habe ich nicht gerechnet. Das ist auf jeden Fall ausgefallener als der Kinderschokoladenkalender, den ich mal hatte. Wo das sehr eintönig war. Mal gucken, wie es sich entwickelt, aber das ist schon mal, gefällt mir richtig gut. Vor allem immer was kleiner, morgen haben wir so kleine Stückelchen oder so. Keine Ahnung. Ja, gut, aber jetzt lese ich weiter. Ich habe gerade mal eine Seite gelesen, ist von daher. Wisst ihr, was ganz schlimm ist? Seit gestern kribbelt immer wieder ständig meine Nase und ich kann kaum niesen. Dieses Gefühl, man muss niesen, das funktioniert nicht, ist so schlimm. Da drehen eher die Augen, als dass die Nase läuft, nein, niest. Aber ich muss niesen. Das kribbelt alles. Das ist so. Und das halt gestern. Mal kurz noch mal ein bisschen Mimimi. Aber ich habe nur eine Seite geschafft. Oh Gott, ich lasse mich die ganze Zeit ablenken. Ja, das Fenster ist kaputt, so mit Girlande versehen. Die beiden stehen jetzt hier auch schön rum. Da gehen langsam die Blätter ab. Ah, jetzt immer abgeknickt, wie ich sehe. Naja, die sind eh schon schlappi. Werden eh bald abfallen. Die muss ich noch abmachen. Ja, jetzt ist das irgendwie weiter rüber gerutscht. Und was macht ja nichts. Sieht ein bisschen aufgelockerter aus. Und man sieht sie vielleicht ein bisschen besser. Die kriegt ja bald ihre Blüten, wenn die Blätter ab sind. Daniel spielt das neue Ark, beziehungsweise er baut das neue Ark. Ja. Wenn er Baumodus bekommt, ja, ist vorbei. Ja. Ist einfach vorbei. Findest du? Oh, du warst gestorben da hinten. Das ist ein bisschen. Ja, passiert. Ja. Bin noch am Basteln. Zeig mal dein Tierchen. Das Vieh sieht aus, oder? Ist das nicht genial? Muss von hinten zeigen. Muss von hinten mehr zeigen. Das sieht aus wie so ein Hummer mit Flügeln. So eine Mischung aus Hummer und. Sieh gerade. Und Gottesanbeterin oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja, stimmt, sieh gerade ist aber der andere. Ja, das Vieh kann schwimmen, das kann fliegen, also kann tauchen, also es kann einfach ist universal. Alles. Es kann einfach alles genau, und es sieht verrückt ja aus sehen. Und er schwebt schon welche gegen. Ja, also das kann man hier nicht bauen. Ja. Kann man das erkennen? Da, jetzt, ne? Ein bisschen. Weihnachtsschlitten. Ich wollte eigentlich überall heute Batterien reinmachen und so. Hier habe ich gerade geschafft, so ein Teelicht reinzustellen. Das ist also eine richtige Kerze. Mehr habe ich nicht geschafft, weil. Ja. Buch. Jedes bisschen ist einfach noch so. Ich werde die Blumen gießen. Jetzt leise, ich vergesse es wieder. Puh, ist alles noch so ein bisschen anstrengend. Keine Ahnung. Ab und zu Videos und dann lese ich wieder, aber auch nicht wirklich viel. Ich weiß auch nicht. Alles ein bisschen doof. Ich freue mich, wenn ich wieder gesund bin. Definitiv. Oh, der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin nach vorne schon mit Muni auf dem Bauch beim Lesen ein bisschen eingeschlafen. Und wir haben jetzt irgendwas nach 9. Ich weiß gerade gar nicht mehr, die ist nicht hier, die irgendwie immer noch nicht. Es ist immer noch keine neue Batterie drin. Sollte man vielleicht auch mal machen. Mal gucken, wir haben da ganz neue Batterien. Das heißt, wenn ich immer neue Batterien verteilt, kann man da auch welche reinmachen. Ich hoffe, dass ich jetzt morgen endlich mal komme.
Genau. Werde mich jetzt fertig machen. Schlafen gehen. Daniel hat ab morgen Urlaub. 2 Wochen. Da muss ich mal auf Toilette. Ich muss noch 2 Wochen bis auf morgen. Muss ich noch 2 Wochen arbeiten. Dann habe ich auch Urlaub für den Rest. Also für mich ist das Jahr vorbei. Arbeitsmäßig. Kann sie nicht in Champions Klo. Verrückt. Ja. Und dann mal gucken. Genau. Wieder mal nicht so produktiv heute, wie es wollte. Aber wie gesagt, ich bin immer noch erkältet. Jetzt geht's gerade wieder. Ich hoffe, dass es dann morgen auch noch wieder ein bisschen besser wird, dass ich wieder ein bisschen mehr machen kann und so weiter und so fort. Und dass es Dienstag vor allem dann wieder. Also ich meine, es. Ich glaube, das ist ja entschieden. Es wird so sein, dass ich wieder arbeiten kann, aber es ist trotzdem noch alles ein bisschen. Ja. So ist das. Leider hartnäckig, leider hartnäckig. Es ist zwar wirklich nur eine leichte leichte Erkältung, aber irgendwie trotzdem so, dass man ausgenockt ist. Keine Ahnung. Naja. Wird schon. Ich habe mich ja eigentlich ganz gut aus. Also, wie heißt es? Geschont. Wenn ich irgendwelche großartigen Sachen mache, wenn ich gemerkt habe, okay, das war zu viel, dann sofort wieder aufgehört. Genau. Und von daher gehe ich jetzt auch schlafen. Tage spielt immer noch arg. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn.